Ja, was haben wir im letzten Part wieder für einen seltsamen Typen hier gefunden? Professor B, der eine Zeitmaschine bauen wollte, weil er angeblich aus der Zukunft kommt. Und am Ende vom letzten Part haben wir das auch hier getestet mit seinem Assistenten Vevin. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert ist. Es hat sich am Ende angehört, als ob irgendwas schiefgegangen ist, aber mal gucken. Was? Grundgütiger! Dieses Mistding hat sich nicht einen Mikrometer bewegt. Ach verdammt! In meinen über 1000 Jahren als angesehener Wissenschaftler ist mir nie so etwas passiert. Was kann da nur schiefgegangen sein? Moment mal, was tut ihr hier in der Zukunft? Seid ihr mir vielleicht in einer vom Profs anderen Zeitmaschinen gefolgt? Das ist voll nett von Ihnen, wissen Sie, Prof? Also schauen wir uns jetzt ein wenig in der Zukunft um, ja? Jetzt gleich. Nee, wir erklären es ihm mal. Das könnte sonst sehr komisch werden. Was? Was sagst du? Tut mir leid, ich kann dich kaum hören. Meine Ohren haben sich von dieser Zeitreise noch nicht erholt, verstehst du? Aber trotzdem ist es wirklich toll, ein Pionier zu sein, weißt du? Der erste Zeitreisende Miras. Oh, hörst du dann auch mal auf, Unsinn zu erzählen? Es war eindeutig ein großer Fehler, dich anstört, zu einer Zeitmaschine zu lassen. Verdammt, die Zahlen haben gepasst. Wir haben den Schwellenwert erreicht. Warum also? Dann bleibt uns wohl nur eine Möglichkeit. Wir müssen die Navigation ändern, um blablab zu umgehen. Rein theoretisch sollte das eine blablab ermöglichen. Sogar auf einer Parallelzeitachse. Ja, das wird gehen. Tut mir leid, dass ich dich nochmal um etwas bitten muss, Kleiner. Kannst du mir Topas Wein besorgen? Den müsstest du in Primordia finden. Tektinsulae lassen ihn oft fallen. Wenn du mir den besorgst, dann ziehe ich mit meinem Chronomobil durch die Zeit. Okay, haben wir scheinbar schon. Sehr gut. Wo ist er jetzt? Da ist er. Und wo ist Bevin? Scheinbar nicht mal da. Okay. Dann geben wir das Zeug mal. Und, hast du Topas Wein bekommen, Kleiner? Wenn ich den noch hätte, wäre mein beeindruckendes Chronomobil bereit für den Testflug. Jupp, hier. Du bist echt der Knüller, ich baue ihn gleich ein. Dann mach das mal. So, fertig. Meine Damen und Herren, ich präsentiere die super Blablabla-Variante des Chronomobils mit Sondernavigationsausstattung. Er ist die Krone meiner Schöpfung. Er kann mit Leichtigkeit alle Kausalfaktoren des miranischen Raumzeitkontinuums überwinden. Ah ja, wir fragen erstmal nach, würde ich sagen. Eine ausgezeichnete Frage und berechtigt noch dazu. Ich rechne nicht damit, dass dieser Wurm das erledigen wird. Dieses Mal werde ich der Steuer selbst in die Hand nehmen. Ich bin der perfekte Fahrer für diese perfekte Maschine. Ein Fehlschlag ist gänzlich ausgeschlossen. Okay. Dann müssen wir uns jetzt wohl verabschieden, Kleiner. Aber nur keine Angst. Ich bin zurück, bevor du merkst, dass ich jemals weg war. Und das meine ich wirklich. Oh Gott. Okay. Nö, wir verabschieden uns ganz normal, würde ich sagen. Danke, Kleiner. Ich weiß es zu schätzen. Von emotionalen Abschiedsszenen muss ich immer niesen. Nun denn, es ist Zeit für die Testfahrt und für gute Musik. Als Ziel stelle ich einen Zeitpunkt jenseits der Zukunft ein, in der ich einst lebte. Du, Vevin und all die anderen in dieser Gegenwart waren meine große Hilfe. Obwohl ich auf diese Schweinebacken, die uns angegriffen haben, ganz gut hätte verzichten können. Vielen Dank für alles, Marvin, und bestell Vevin einen schönen Gruß von mir. Pass auf dich auf, leb wohl. Selbst wenn dies ein Abschied für immer sein sollte, ich werde dich niemals vergessen. Das ist aber schön. Und es leuchtet wieder so komisch. Jetzt bin ich gespannt. Aha, aber jetzt geht's! Wir durchbrechen jetzt einfach die Raumzeit, blablabla, ohne Rücksicht auf Verluste, mein Mädel. Nächste Halt, Zukunft! Okay, und hat das geschafft? Oh, scheinbar schon. Krass. Erst sein Auto ist zumindest nicht mehr da.
Vielleicht ist es noch explodiert oder so, keine Ahnung. Blip, willkommen. Alles klar. Ja, sehr schön. Wo ist der Professor denn hin? Er hat mich diese Teile holen geschickt und... Was? Er ist zurück in die Zukunft gereist? Ist das jetzt eine Anspielung oder was? Allgemein, alles mit dem Auto und so, ist das eine Anspielung an Zurück in die Zukunft? Einfach so? Wir haben so lange zusammen an dieser Maschine gearbeitet und er haut einfach so ab. Und auch Professor B und... egal. Wir erklären. Seine Gefühle habe ich wohl wirklich nicht bedacht, weißt du? Ihr Menschen seid da manchmal ziemlich, einfühlsam, nicht wahr? Trotz eines dauernden Herumtobens und Wutgeschreis hat er irgendwie wohl doch eine eher sensible Seite. Kann sein. Vielleicht konnte er mir nicht auf Wiedersehen sagen, eben weil wir so viel zusammen durchgemacht haben. Genauso wird's sein. Ah, manchmal war der Mann wirklich anstrengend, weißt du? Dann werde ich mich jetzt am besten an die Arbeit machen und ein noch besseres Chronomobil der zweiten Generation bauen. Oder was denkst du? Und dann reise ich in die Zukunft und erschrecke den Prof so richtig. Das wäre echt lustig, findest du nicht? Ja, irgendwie schon, aber... Wie willst du das hinkriegen? Egal. Ich meine, er hat ja mit dran gearbeitet, aber du weißt, wie das geht, aber egal. Ich fange sofort mit der nötigen Grundlagenforschung an, ja? Warten Sie nur, Prof! Viel Spaß dabei. Okay, und damit ist das Segment auch erforscht hier. Sehr schön. Hier ist noch eine Mission. Ich wollte gerade sagen, jetzt von Bevan oder was. Okay. Oh, hier bist du ja also. Sehr gut. Ich suche dich nämlich schon lange, weißt du? Professor B hat uns eine Nachricht geschickt. Aus der Zukunft? Wie das denn? Es klingt, dass er Hilfe bräuchte, weißt du? Aber ich wüsste nicht, wie wir ihnen da helfen sollen. Du vielleicht? Das ist einer seiner Erfindungen. Damit kann man direkt mit dem Gehirn der angehenden Zielperson kommunizieren. Kannst du mir noch folgen? So halb. Ich war ziemlich überrascht, als es sich eines Tages einfach auf meinem Arbeitstisch materialisiert hat, weißt du? Vielleicht geht es schneller, wenn ich dir die Nachricht einfach zeige. Starte die Aufzeichnung jetzt. Bist du jetzt an, du Mistding? Gut, ich kodiere diese Nachricht, damit sie nur von Bevan und Marvin abgerufen werden kann. Also, ihr beiden Armleuchter, wehe, erzählt irgendjemandem, was ihr gleich hören werdet. Klar, mich verfolgt auch so, schon genug Gesinde. Egal, ich komme einfach mal zur Sache. Ich bin auf der großen Washington-Insel drüben in Oblivia. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Seht ihr einen dann einfach selbst, wenn ihr da seid. Und drückt auf die Tube. Ich muss schnell in die Stadt zurück und herausfinden, was mit dieser Anomalie auf Mira auf sich hat. Was es mit dieser Anomalie auf Mira auf sich hat. Irgendwie ist der Raum um Mira noch seltsamer, als ich bisher angenommen hatte. Er ist... Na nur? Hier kommt meine Beute. Gut, das Wichtigste habe ich euch ja schon erzählt. Bis bald. Und kommt bloß nicht zu spät. Hast du alles mitbekommen? Ja. Oh, sehr gut. Also, ehrlich gesagt, möchte ich lieber nicht an diesen Ort gehen, von dem der Prof gesprochen hat. Deshalb dachte ich, vielleicht kannst du ihm helfen. Du hast doch sicher auch eine ganze Menge Fragen, die du ihm stellen willst, oder? Zum Beispiel, was er plötzlich wieder in unserer Zeit macht. Das frage ich mich nämlich auch gerade. Okay. Vielen Dank. Oh, viel Glück, Erfolg und so. Während du weg bist, wische ich mal durch Profs Labor. Dann kann er direkt weiterarbeiten, wenn er wieder hier ist, okay? Okay, viel Spaß dabei, Bevan. Wie auch immer er jetzt in Oblivia gelandet ist. Komme ich da überhaupt schon hin, wo er uns haben möchte? Das Ding ist halt einfach... Jetzt stelle ich mir die Frage, ob er halt jemals wirklich in der Zukunft war. Vielleicht hat das Ding auch irgendwie gesponnen, er ist halt bloß nach Oblivia geworbt worden oder was weiß ich. Oder er ist halt, wie er es uns auch gesagt hat, einfach wieder zurück in unsere Zeit gekommen. Keine Ahnung. So, wo ist mein Scale? Da hinten. Warum stehst du hier? Oh, die beiden Items nehme ich auch noch mit hier. Was ist das für ein Ding? Das geht bestimmt eher nicht, oder? Ah, doch. Sehr schön.
Also, ja, ich hab gedacht, das wäre Archäologie und nicht Mechanik. Aber haben wir letztens auch erhöht, die Archäologie. So. Da auf die Insel soll ich, oder was? Okay. Hier muss auch irgendwo noch ein Knotenpunkt sein, den wir... Ah, dort, okay. Bisher nicht hatten. Dann guckt man mal danach, würde ich sagen. Das ist da also die Insel, die er meinte. Interessant. Jetzt bin ich gespannt, was der nächste Auftrag von ihm sein wird. Und wie jetzt weitergeht. Aber das ist irgendwie eine ganz coole Missionsreihe, finde ich. Halt so komplett seltsam, aber auch irgendwie cool. Ich weiß nicht. Oh. Nerv mich doch nicht. Oh, das war zu früh. Kannst du nicht einfach gehen. Außer weil die Gegner halt die so Delfingeräusche machen. Zumindest klingt es so ähnlich. Come on. Oh Mann. Machen wir, ey, machen wir. Gut, wenn du besiegt bist, dann gehen wir zu Professor B zurück. Ich bin echt gespannt, wie die Mission weitergeht. Oh, noch einer wirklich jetzt. Ja, ich wollte gegen die kämpfen. Ich hätte sie auch einfach ignorieren können, aber egal, was soll's. Machen wir einfach kaputt. Ja, eh schnell. Wie man gerade sehen kann. Vor allem unseren Scale hier. So, noch einer wirklich jetzt. Mann, da hinten ist noch einer. Ich kann auch nicht angreifen, oder? Okay. Meinetwegen. Hoffentlich locke ich jetzt nicht noch irgendwelche anderen Gegner in den Kampf hier rein. Oh ja, ich bin ready. So. Sehr schön. Okay, das war's auch. Und wir bekommen gammeliges Fleisch. Lecker. Das schmeckt bestimmt gut. Schön vergammelt. So. Oh, ernsthaft jetzt. Ich wollte die Items einsammeln, deswegen besiege ich ihn jetzt auch. Ich könnte auch einfach sagen, nee, ist mir jetzt egal, wir ignorieren den, aber ich will die Items haben. Ach, sind noch welche. Hätten die greifen auch gleich an. Das wäre wieder so typisch einfach. Oh Mann. Ich hoffe es einfach nicht. Kann jetzt mal aufhören, so komische Geräusche zu machen. Das klingt einfach seltsam. Komm, jetzt stirb, du hast doch nichts mehr. Ja, leicht. Dankeschön. So. Dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Zeug. Gehörnter Helm. Vielleicht ja auch irgendwas Neues. Eventuell dabei. Weil auf der Insel waren wir bisher noch nie, deswegen. Da ist er auch. Vielleicht gibt es hier irgendwas Cooles oder so. Okay, gehen wir erstmal zu ihm hin, würde ich sagen. Bevor wir jetzt hier weiter erkunden, weil ich werde auch hoch auf die Insel. So. Was ist Ihr Problem, Professor B? Da bist du ja, Kleiner, endlich. Jetzt kann ich endlich mein Leben als Neandertaler hier aufgeben. Seit dem Tag, als ich mit dem Chronomobil gestartet bin, habe ich nämlich ein sehr interessantes Leben geführt. Das kann ich dir sagen. Okay. Wir fragen nach. Okay, also die Blub-Blub-Schwelle habe ich überwunden. Damit war die Zeitreise bereits zu ca. 98,9324% erfolgreich abgeschlossen. Okay, und dann ist irgendwas schiefgegangen und erst hier gelandet, oder was? Aber dann werde ich plötzlich zurück in diese Zeit geworfen. Ich hatte das Gefühl, dass mir irgendwas den Weg versperrt hat. Okay. Und was könnte das gewesen sein? Ich finde die Szenerie wieder richtig geil gerade. Mit so einem riesigen Ding da im Hintergrund.
Du hast bestimmt noch jede Menge Fragen, Kleiner. Aber könnten wir uns vielleicht erstmal mit diesen Idioten befassen, die uns umzingelt haben? Wie bitte? Du hast noch gar nicht bemerkt? Das hast du gar nicht bemerkt? Da war es doch glasklar, dass ich dir hier gefolgt bin, Kleiner. Das sieht ihr. Diese Schlägertypen gehören bestimmt zu Gat. Dieser Mensch hat dich doch auch schon angegriffen, weißt du noch? Er wollte damals unbedingt Infos über mich. Ich sehe niemanden hier. Aber was auch immer. So. Erledige du das mal, Kleiner. Ich warte währenddessen beim Honorbier auf dich, was gerade neben mir steht, aber egal. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, ja? Danke. Okay. Es ist wirklich eine Freude, mit Profis zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass du hier alleine alles noch in Kontrolle hast. Sag mir einfach Bescheid, wenn du bereit bist, Kleiner. Wo sind die jetzt hier? Hä? Ich... Hier ist doch nix. Ach, das kommt jetzt erst, oder was? Ach, keine Ahnung. Fertig? Ist ja nicht so, dass Typen mit dieser Geld dir irgendwie Probleme machen könnten, oder? Hä? Was ist mit Wappen? Wo sind die denn, die ich besiegen soll? Wie gibt es so große Washington-Insel im Rettepresser B? Ist hier noch irgendwer drauf, den ich besiegen soll oder so? Große Washington-Insel, sehr schön. Ich bin verwirrt gerade. Oder hätte man vielleicht in der anderen Mission, wenn man da Geld noch nicht besiegt hätte zum Beispiel. Vielleicht ist es ja so, dass wenn man in der anderen Mission Geld nicht besiegt, vielleicht wenn man mit ihm halt redet und nicht direkt wie ich halt nachfragt und er ihn dann angreift, dass es halt so ausgeht, dass man Geld halt nicht besiegt irgendwie und er halt jetzt hier ankommt und man ihn jetzt besiegen muss oder so. Ach, keine Ahnung. Das ist irgendwie komisch. Ja, würde ich sagen, reden wir jetzt mit Professor B. Ohne das auch schon. So, ich brauche noch irgendwie. So, Moment. Da ist er. Hi. Gut, was ist dein Problem jetzt? Hatte ich. Ah, ja. So, stimmen. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Jagd, Kleiner. Hey, Gert, wie lange genau willst du jetzt eigentlich noch Verstecken spielen? Wenn du... Ach, die kommen erst jetzt. Ich soll ihm bloß sagen, dass ich bereit bin. Ach so. Wenn du dich nicht stellst, bekommst du meine Technologie garantiert nicht in deine dreckigen Finger. Da ist er halt wirklich. Oder ist er das? Ich erkenne es nicht genau. Ah ja. Pah, dabei bist du einfach ohne Tschüss zu sagen abgehauen. Und jetzt finde ich dich hier draußen bei einem Campingausflug. Jedenfalls sind die Ferien vorbei, Prof. Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, wie unsere kleine Episode hier weitergeht. Was meinst du? Lassen wir das einfach dein kleines Wachhündchen da entscheiden? Also, was darf sein? A, du übergibst dem Prof friedlich, niemand tut sich weh und wir leben alle glücklich bis unser Lebensende. Oder B, du leistest Widerstand wie ein Idiot, ich bringe dich um und nehme deinem Profs Hirn auseinander und schau, was da so drin ist. Allein deine Entscheidung, mir ist es egal, ich kriege eh, was ich haben will. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder so eine... So ein Ding. Wir kämpfen aber, würde ich sagen. Ach, weißt du, wenn ich jedes Mal einen Credit bekommen würde, wenn jemand Antwort B aussucht. Aber bisher hat noch jeder seine Wahl bereut. Ja, und diesmal bereust du deine Wahl. Das sehe ich in ihren Augen. Wenn sie da liegen und mit ihren letzten Atemzügen keuchen, ich hätte einfach A wählen sollen. Tja, was soll man machen? Klüger sein als du. Auf jeden Fall.
Ich meine halt nur so, das letzte Mal warst du auch nicht stark und diesmal bestimmt auch nicht. Ja, wo ist er denn? Ah, da. Wow, wo ist mein Scale? Hallo Scale, wo bist du? Ah, das muss ich ohne Scale schaffen. Oh cool, ich habe vergessen meine Skills umzudingsen. Ja, das wird ja jetzt schön werden hier. Ich habe meine Klasse gewechselt gehabt, wenn ihr euch erinnert. Und habe vergessen, hat dann meine Waffen wieder umgerüstet, auf meine alten, aber habe vergessen, die Skills halt zu ändern. Ah, bin ich ein Depp! Es tut mir leid, das war jetzt ein bisschen dumm. Und Nagi ist schon tot, sehr gut. Ja, das kann jetzt witzig werden. Ich kann jetzt halt auch nicht heilen oder so, weil ich halt keine Skills habe. Aber Geld ist gleich schon mal tot, auf jeden Fall. So. Ich habe halt ja bloß keinen Nahkampf, ey. Ich habe halt gerade keinen Nahkampf, das ist das Problem. Oh Mann. Aber es sieht so aus, als würden wir das auch so hinkriegen. Nein, okay, ich glaube nicht. Oh Gott. Kommen da jetzt immer mehr? Ach, wir müssen das im Zeitlimit schaffen, oder was? Weil da oben ist halt ein Zeitlimit. Ja toll, ich bin halt tot, super. Ja. Ich brauche halt meine Skills dafür. Sonst war das hier definitiv nichts. Und, ups. Und mein Scale wäre halt auch ganz schön gewesen. Nicht Scales, nein, nicht Scales. Techniken. So. Ja, das war jetzt halt ein bisschen doof. Ja, hier sind jetzt sogar neue dabei. Dies habe ich auch neu und so. Das habe ich, glaube ich, auch drin gehabt. Aber ich weiß nicht mehr, welche schlaue Technik ich hatte. Das war, glaube ich, die hier, oder? Ich glaube, ja. So, was hatte ich sonst noch drin? Auf jeden Fall, die hatte ich drin, das weiß ich, aber die war eigentlich weiter hinten. Das hatte ich drin. Das hier auf jeden Fall. Dann kam jetzt die Lila-Technik. Ich glaube, da hatte ich die gehabt, oder? Und dann kam halt die grüne. Ich glaube, so hatte ich meine Skills. Ja, ich muss nochmal durchgucken, ob ich vielleicht nochmal was Besseres habe. Jetzt auch bei den ganzen neuen Skills und so. Gut. Wo ist mein Skills hin? Richtung Scale. Oder kann man den Kampf vielleicht gar nicht mit Scale machen? Kann ja auch sein. Der stand noch hier, wow. Nein, diesmal nicht. Dieses Mal nichts. So. Nein, kommt wieder in die Richtung hier. Gut, und jetzt, diesmal kriegen wir das hin. Würde ich sagen. So. Bin ich jetzt aus Versehen aus dem Scale ausgestiegen oder kann man ja einfach keine Scales benutzen? Ich habe keine Ahnung. Egal. Jetzt, wenn ich Skills habe, kriegen wir das auf jeden Fall hin, weil dann kann ich halt. Oh, das wollte ich gar nicht. Ups, egal. Dann kann ich halt auch heilen und so. Das konnte ich ja gerade eben gar nicht. Weil ich halt keine Skills benutzen konnte. Das war das Problem. So. Aber diesmal habe ich jetzt hier Skills und kann halt auch damit heilen und so. Das ist das Ding. Deswegen sollten wir das diesmal hinkriegen. Ach, scheinbar bin nur ich ausgestiegen. Also bin ich wirklich aus Versehen ausgestiegen, scheinbar. Ich bin da gar nicht auf Y. Hä? Das
das verstehe ich nicht. Weil Elmar und Lin kämpft halt noch in ihrem Scale, sehe ich gerade. Bloß ich halt nicht. Kann ich noch einsteigen? Ja, das. Das ist doch mein Scale, oder? Ja, cool. Kannst du. Nein. Kannst du bitte wieder in deinen. Nein. Oh. Komme ich im Kampf gar nicht in den. Ah doch. Kampfmodus jetzt. Oh Mann. So. Ja, diesmal kriegen wir das noch auf jeden Fall. Ich bin einfach gerade voll verwirrt. Ja, wir kriegen das hin, keine Sorge. Wir kriegen das hin. Diesmal mit ordentlich Skills und so, das sollte kein Problem sein. Noch für eine Minute. Ich habe vorhin gedacht, als ich den Zeitstempel zum ersten Mal gesehen habe, den Timer, wie auch immer, dass wir in einer bestimmten Zeit halt so und so viele Gegner besiegen müssen. Aber das heißt einfach nur, dass wir halt 3 Minuten überleben müssen. Steht ja auch in der Missionsbeschreibung. So. Nur noch ungefähr eine halbe Minute. Ja, das sollten wir hinkriegen, hoffe ich mal. So. Da ist er nicht wirklich schwer. Ja. Wir sind alle voll geheilt. Ja, was halt so ein Skill jetzt ausmacht, wenn ich Skills nutzen kann. Was das einfach ausmacht. Nur noch ein paar Sekunden, haben wir es geschafft. Vor allem, warum hat er so viele Leute? Der Getz. Das ist halt auch einfach krass. Gut. So viel dazu. Das war's mit Geld, hoffentlich jetzt. Verdammte Vollidioten! Was für ein Stümper von Wissenschaftler heuert denn solche Gorillas an? Sogar wenn ich ihnen meine Geheimnisse verraten würde, selbst in ein paar Jahrhunderten hätten sie die noch nicht kapiert. Die Nichtsnutzer haben einfach nicht den nötigen Weitblick. Als guter Wissenschaftler muss man seiner Zeit immer einen Schritt voraus sein. Affen in Laborkitteln, die keine Vision haben und die Arbeit von anderen stehlen wollen, sind ein absolut hoffnungsloser Fall. Bemitleidenswert. Pah! Okay. Ich weiß nicht. Stimme ich dazu? Grundgütiger, sogar für Halunken wie die empfindest du doch Mitleid, Kleiner. Na schön, ich gebe zu, dass es ein in einigen wissenschaftlichen Disziplinen angebracht sein kann, die Experimente anderer nachzuahmen. Aber wenn man nur kopiert, was andere entdeckt haben, ohne eigenen Schlüsse rauszuziehen, setzt man seine wissenschaftliche Reputation aufs Spiel. Aber genug gejammert. Wir sollten jetzt das Chronomobil zurück nach NL schaffen, damit ich meine hehren Ideen endlich in die Tat umsetzen kann. Oh, könntest du dafür noch etwas Banban-Eichenkraut sammeln, Kleiner? Dieses hier in Oblivia heimische Gewächs ist nämlich ein vorzüglicher Treibstoff. Okay. Keine Sorge. Das haben wir scheinbar auch schon. Sehr gut, dann kann ich ja mit dir reden hier. So. Hast du das Treibstoffkraut gefunden? Wenn der Tank voll ist, düse ich in 0, nichts zurück nach NLA. Ja, 5-mal braucht man das, okay. Wir haben es auch 9-mal gehabt, deswegen bitteschön. Das sollte mehr als genug sein, um diese Karre zurückzubringen. Nächste Zeit NLA, kannst du dich wieder mitnehmen? Wir sehen uns dann im Labor, Kleiner. Oh, und ich habe noch ein aktuelles Forschungsprojekt, bei dem ich deine Hilfe brauchen kann, okay? Wir helfen erstmal nur. Ah, der gute alte Marvin, freundlich wie immer. Aber ich nehme eine Abkürzung über die Raumzeitweite, Kleiner. Professor B gibt sich nicht mit Banalitäten wie Staus oder roten Ampeln ab. Die ja auch hier im Mira irgendwo sein werden, mitten in Oblivia. Mit dem Blub sind wir schneller als du blinzeln kannst. Das hoffe ich doch mal. Beginne der Startsequenz für das Chronomobil. 10, 9, 8, ach egal, los! Sehr schön. Oh, ein Gamepad ist gleich leer.
Das sollte vielleicht nicht passieren. Das Ding hält echt kaum irgendwie, zumindest meins. Ist ja allgemein ein Problem, was viele am Gamepad haben. Also eine Zeit lang lief es mal immer ziemlich gut, aber in letzter Zeit geht das immer ziemlich schnell aus. Ich meine, ich habe heute, das ist heute das zweite Video von der Wii U, was ich aufnehme, der zweite Xenoblade-Part. Und ich habe das davor halt geladen gehabt, vor der Aufnahme. Und jetzt ungefähr nach einer Stunde geht es einfach schon fast wieder aus. Na, was soll's. Ich bin froh, dass die Switch einen besseren Akku hat, auf jeden Fall. Ich meine, das Gamepad ist halt auch nur der Controller, nicht die Konsole wie bei der Switch. Deswegen ist es halt voll interessant eigentlich, dass das da viel länger hält. Aber egal. Gut. Oh, ich bin dumm. Ich hätte auch einfach hoch in sein Labor mich porten können. Machen wir jetzt schnell. Ich bin sofort zum Hochlaufen. Gut, machen wir das im nächsten Part? Ich weiß nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wie lange das dauert, deswegen. Der Part ist wieder bei 30 Minuten. Ich habe ja schon gesagt, ich habe heute einen straffen Zeitplan. Deswegen werden wir das wohl erst im nächsten Part machen. Ja, genau, okay. Gut, im nächsten Part geht's weiter. Dann machen wir auch die anderen Missionen. Bis dann und ciao, euer V-Road. Tschüss.